Moin, moin, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zurück zur Formel 1 2017. Jetzt kommen wir nach Italien mit dem Virus. Ach, hör auf, ey. Ja, Freunde des YouTube-Sports, grüß euch, willkommen hier zu einer nächsten lustigen, aber vielleicht auch doch gescheiterten Existenz vom Virus. Ah, schauen wir mal. Wie gesagt, Italien hatten wir letztes Mal ja in unserem Special, habt ihr ja bestimmt wahrscheinlich schon gesehen. Ging schon gut los, so das Ende war irgendwie happig. Ja gut, das war wieder so richtig Virus-like, das Ende. Wollen wir hoffen, dass es jetzt besser läuft. Und das wieder auf Italien, ja. Wer Nicht vor? alles aus dem Auto Ja, raus. Ja, dann gucken wir Dreck doch ist mal noch nach dem ganz Wetter frisch. direkt. Genau. Training ist bewölkt, das ist noch okay. Qualifying ist Sonne und Rennen ist Sonne und bewölkt. Ja, sehr schön. So, dann tun wir mal so. Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Ja, diesmal nicht mit den PS-starken V10, sondern jetzt halt dann wieder mit. Ja, ne, mit der Lahmkrücke hier. Naja. Hier raus, war schöne Grüße an den lieben Holy Diver. Die Kamera, so wie ich sie positioniert habe, finde ich schon in Ordnung, die bleibt auch da. Ja, ich finde es auch nicht so toll, Bose, da ist, habe ich mir auch schon gesagt, aber das bringt sowieso nichts. Holy, kannst du knicken. So, wollen wir mal gucken. Ja, Jeff ist jetzt gut. So, zurück. Alles klar, nehmen wir so, wie ist. Erstmal gucken wegen der Cam. Ja, es passt auch. Ja. Aber ich finde eher, dass die Kamera mittig ins Cockpit besser passt, als wenn man sie so seitwärts hat. Ja, nee. Weiß ich nicht. Ja. Dann ist so viel vom Car, vom Auto und vom Fahrerdings irgendwie. Ja, da siehst du sowieso nicht viel, von daher. Ja, doch, Cockpit und so siehst du ja immer. Ja, aber da achtest du ja wenig drauf. Sagst du? Ja, So ist ja als nicht so. Zuschauer und so sagst du, achtest du dann schon mehr drauf? Und als Fahrer eigentlich auch. So, direkt mal. Jo, Peres, du, was machst du denn hier? Parken oder was? Sofort gehen mir die Pinkies schon wieder auf den Sack. Ja, ich muss schon, also vom Lenken her liegt der viel stabiler auf der Strecke. Das ist schon ein krasser Unterschied. Trotzdem vermisse ich einfach diesen alten Bolid. Das hat schon Laune gemacht, ey. Der Sound, das war alles wie geil. Also, dieses Echtheitsgefühl war da. Ja, kann ich alles haben. Oh! Meine Fresse. Und die Ja, Bremsen mit. waren viel besser. Ja, weiß nicht, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, Doch, aber. also ich finde schon. Du kannst mit dem Auto mit viel mehr Speed durch die Kurven gehen. Das ist schon. Na, wir sehen es ja gleich an den Zeiten, was besser ist. Ich weiß ja noch ungefähr, was das eine war. 1,23. Irgendwas war das Beste, was ich hatte. Gucken, was man hiermit kann. Dann stehen wir mal hoch. Das war doch mal netter Drift, ey. Bei dem Auto siehst du wenigstens jetzt mal wieder, wenn ich nach hinten gucke, die. Aber das wird sich wahrscheinlich im Rennen wieder ändern. Ja, man muss bei dem Auto doch ein bisschen früher noch bremsen, alles klar. Ja, sag ich ja. Bei den alten, konntest du schon mal etwas später. Nicht zu spät, aber das hat. Ja. Ja, die Zeit war ja grottig, ey. Grottenschlecht. Da hat der Hülkenberg mich mal kurz aus dem Konzept gebracht. Da kann er nichts für, aber seine bloße Anwesenheit war schon zu viel des Guten.50 Nochmal. Jahre vorher bremsen. Durfte ich 20 Jahre vorher bremsen, weil der hier fährt wie eine alte Oma. Schnelleres Auto und wird vom Toro Rosso fertig gemacht. Tete, Himmelsackfratze, Alter! Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Wir registrieren einen
Meine Boxenstopp. Meine Zeit wird auch dermaßen suboptimal. Boxenstopp. Es ist immer das Gleiche, ey. Wenn du denkst, du hast genug gebremst, kommst du um die Kurve. Nein, das Auto schafft es da mal wieder nicht. Bremsen, scheiße. Ich will hier so wie bei dem Ferrari immer so ein bisschen Stottergas aus der Kurve geben. Muss man doch gar nicht, Mensch. Den kann man so da durchprügeln. Ja, nur beim Toro Rosso merkst du, da fehlen die PS. Der Ferrari, der alte, der könnte ihm ruhig mal ein paar abgeben. Hätte immer noch genug. Denk dran, Camillo, Boxeneinfahrt ist nicht so lang. Oh, Anker. Bis jetzt liegt unsere beste Runde. Hätte ich fast schon wieder gepennt. Mann, ey, was ein Scheiß, du. Ist ja richtig leer hier, ist ja schlimm. It's wie, it's Wahnsinn. Oh, der Paris ist immer noch draußen. Er hat die andere Leute genug behindert, jetzt kann er ja machen. Ich wollte gerade sagen, nimm den Föhn aus meinem Gesicht. Blickst du nicht durch? Blickst du nicht durch? Alter, was ist denn mit den Bremsen? Die wollen heute nicht, ey. So, dann fahren wir mit denen noch eine Runde und dann passt das. Ja, 1,28,5. Mann, das ist ja grottenlahm, ist das ja. Hoffentlich kriege ich jetzt mal freie Bahn, dass ich mal durchheizen kann. Ist ja grausam. Meine Teamkeule hat sich noch gar nicht bewegt. Oh, freie Bahn. Neu. Also diese Kurve nach Start und Ziel, das ist aber noch ein Krampf. Ja, die zieht sich ganz schön hin, das Scheißding. Ja, aber es ist bei der Kurve genauso wie mit den Ferraris, mit den alten, wenn die da auch mit den neuen zu spät bremst, ist auch komplett für den Arsch. Jetzt hat man einmal so ein altes Ding gefahren, jetzt kommt man auf das neue irgendwie nicht mehr so wirklich klar. Es ist ein bisschen merkwürdig, aber ja. Komm doch rum! Was ist denn mit dir, Alter? Pennst du denn, ey? Fuck auf diese Bremsen, Alter. Ich will die von dem Alten wieder haben. So. Auf geht's. Okay, das war gut.
Aber wie stabil der Teil auf der Straße liegt, das ist ja... Mit dieser Rundenzeit führst du die Rangliste jetzt an. Ja, ja. Das Einzige, was von Daniel kommt, ja, ja. Pass auf, zeige ich dir gleich. Nee, das meine ich nicht. Was willst du mich eigentlich verarschen? Ich bremse doch, du Scheißkarre, Alter! Mann! Ja, deine hinkriege Schäden kannst du dir den Arsch kloppen. Chef, sei leise! Ist angekommen, bestätige. Dieser Typ, ey. Ah, diese Bremsen, Alter. 50 Jahre vorher bremsen, ey. Ist was mit dem Alten? Ja. Komm, wie man mit dem durch die Schikane zimmern kann. Geilo. Abstellen, Schlüssel wegschmeißen und nach Hause gehen. Wochenende. Mann, ey. Boxenstopp. Ah, ey, leck mich. Bist du jetzt fertig, ey? Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Ja, besser ist das. Also wenn ich da mit dem alten Ferrari so drüber geheizt wäre, gerade über die Curbs, ey, dann wäre ich da schon längst abgeflogen. Die neuen Autos sind Cheater, was das angeht. Nein, bremst doch. Oh, ui, ui, ui. Und ich dachte, ich hätte Y gedrückt. Ist ja schlimm. Los, schieb den Camillo rein, los. Alles klar. Jo, mei, der Perez. So, wenn sie jetzt mal fertig sind hier, dass sie mal auf die Zeiten gucken könnten, tun. Nee, eine Box weiter ist genau Mercedes. Ach du jemine. So, gucken wir doch mal rein. Die Hemmelwurst auf 3. Ja, und auf Platz 4 der Bottas. Alles klar, scheiß Mercedes. Lass mich raten. Ja, die beiden Ferrari sind noch nicht gefahren, also kann man dazu noch nichts sagen. Gut, ist ja auch nicht schlimm. Ja, meine Lieben, ich würde sagen, wir sind jetzt unsere Runden gefahren. Ich glaube, da wird von uns jetzt auch nichts mehr großartig an besseren Zeiten kommen gerade, außer durch Glück. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im Qualifying wieder. Bis später. Tschö. Ciao mit V.